Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinen Podcast Episode 242. Heute mal wieder aus dem Auto. Ich weiß, dass da einige von euch nicht so sehr drauf stehen, Fahrgeräusche mit dazu zu hören. Aber ganz ehrlich, ich komme gerade anders nicht dazu, diese Episode aufzunehmen. Und es wird sowieso schon wahnsinnig lang, weil die Themenliste jetzt dann über die Zeit doch sehr gut angeschwollen ist. Und zum anderen muss ich auch sagen, hilft mir diese Aufnahme dabei, nicht einzuschlafen heute. Es ist Mittwoch, der 18. September, 3.35 Uhr. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum viel zu Frühdienst nach Kiel. Feier normalerweise immer schon am Vorabend und übernachte dann bei meinen Schwiegereltern, damit ich eben diese Ochsentour morgens nicht habe. Der Frühdienst beginnt um 5 und von Husum nach Kiel fährt man schon so bummelig eine Stunde. Dann noch ein bisschen Puffer dazu. Entsprechend fahre ich dann um 3:30 los. Und wenn ich bei meinen Schwiegereltern übernachte, naja, sagen wir mal so, dann stehe ich gegen 4 überhaupt erst auf. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich die 241 veröffentlicht habe. Bin in der Zwischenzeit auch schon gefragt worden, ist dein Server mal wieder kaputt? Liegt es an meiner App, dass ich von dir keine neue Folge mehr sehe? Nein, ich hatte einfach keine Zeit. Es war einfach so wahnsinnig viel los. Und lauter tolle Sachen, muss man auch mal fairerweise sagen. Aber ich will vorne anfangen. Als erstes habe ich mir notiert, dass ich mein, ich hatte ja von meinem neuen Mikrofon erzählt, so ein Atmo-Mikrofon, ein Richtmikro mit Puschel und Windkorb und so, hatte ich mir was von Rode gekauft. Da war ich mittelzufrieden mit, weil das doch ein recht starkes Rauschen mitgebracht hat, selbst mit einem entsprechenden Verstärker dran. Der hat alles dann verstärkt und entsprechend eben auch das Rauschen. Das habe ich jetzt ausgetauscht gegen einen Sennheiser und ich habe schon wieder vergessen, MHE oder MKE 600, keine Ahnung. Es gibt beide, MHE, MKE, und eins von beiden ist unfassbar teuer, das andere nicht. Ich habe das günstigere genommen. Und bin mit dem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden. Ich habe da mehrere Tests gemacht und das auch schon im Produktiveinsatz gehabt. Komme ich nachher noch zu. Ich war zu Gast in einem Podcast, nämlich bei Was ein Krach, der Heavy Metal Podcast von Stefan, Sven und Björn. Und die haben mich gebeten, dazu zu kommen, wenn sie über das Wacken Open Air sprechen. Sowohl Sven als auch Björn waren ja auch beim Wacken Open Air als Besucher und ich fahre ja schon seit Jahren hin als Reporter, also sprich mit einem etwas anderen Blick auf die ganze Geschichte, und darüber wollten wir uns ein bisschen austauschen. Sind ungefähr, ich glaube, 3 Stunden geworden und klang ganz gut, glaube ich. Ich werde die Folge verlinken. Ich weiß aus dem Kopf gerade gar nicht, ob die schon rausgekommen ist. Doch, ich glaube schon. Ja. Die ist schon erschienen. Die werde ich euch dann in den Shownotes verlinken. Wir hatten Besuch. Gleich mehrmals. Den Anfang machten Kati und Steffen. Kati macht den Schläfst du schon Podcast und Steffen den Nerd Nerd Nerdcast. Und die waren für eine Woche bei uns. Hatte sich irgendwie so ergeben, wie das immer so ist bei uns. Ein Tweet gibt den anderen und zack, hast du Gäste. Und die waren, ja gut, eine Woche waren die bei uns von Montag bis Sonntag.
und zwar irgendwie Ende August. Wir haben ein bisschen was zusammen unternommen. Ich hatte geguckt, dass ich mir ein paar Tage frei nehme und dass wir so ein bisschen rumfahren können. Unter anderem waren wir in Dänemark, also so richtig Dänemark kann man das fast gar nicht nennen. Wir sind nur kurz in Flensburg über die Grenze und dann zweimal rechts abgebogen und waren dann in Sonnerhaf. Das ist, nicht Sonnerhaf, also in was weiß ich da, also bei Annis Kiosk. Mein Gott, wollen wir es nicht komplizierter machen, als es ohnehin schon ist. Diesem weltberühmten Hotdog-Imbiss, da haben wir uns hingesetzt und haben schön Hotdogs vertilgt und sind dann noch die 200 Meter die Straße hochgegangen zur Fjordsperlen. Das ist nämlich ein weiterer Foodtruck, wo zwei BWL-Studenten versucht haben, das Konzept von Annis Kiosk zu kopieren und zu verbessern. Klappt in Sachen Hotdogs nur mittelgut, weil die Leute trotzdem immer noch zu Anni fahren. Aber was die auch haben, ist Eis. Und alter Schwede, ist das lecker. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein so schokoladiges Schokoladeneis gegessen. Hammer, hammer geil. Und dann haben die etwas, das nennen die Guff oder Schaum. Das ist im Prinzip ja so eine Marshmallow-Creme irgendwie, die dann so als Soße oben drauf kommt. Wie so, und das thront dann wie so ein kleines Wölkchen auf deiner Eisportion. Und es ist unfassbar lecker. Egal mit welcher Sorte, das kombiniert sich einfach sehr schön. Und das haben wir uns gegeben. Und haben wir noch irgendwas gemacht? Ja gut, wir waren natürlich dann so in Husum unterwegs und am Strand und also am Deich und so. Und, ja, das Ganze halt. Und dieser Besuch mündete dann direkt in der Deichpot Experience. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal davon erzählt habe. Wir haben ja so eine kleine Gartenparty bei uns organisiert. Ging alles damit los, dass auf dem Potstock meine deutlich bessere Hälfte, die Herzdame, gesagt hat, ich kann das Chili nicht essen, das ist zu scharf. Leute sagen, das sei scharf, ich kann nicht so gut scharf essen. Und dann hat sie Roddy um das Rezept gebeten, der ihr das auch geschickt hat, bei Twitter als Link irgendwie zu GitHub, auch ganz abgefahren, sein Rezept da zu verwalten. Und ich habe dann so geschrieben, ja, dann rechne schon mal die Portionen runter, weil das halt irgendwie so 4-5 Liter ergibt. Und dann koche ich das für uns. Reaktion von, ich weiß nicht, Kohlenpott oder so, wieso denn runterrechnen? Wir kommen vorbei. Und auch hier gab wieder ein Tweet den nächsten. Und auf einmal hatten wir irgendwie eine Telegram-Gruppe mit mehr als 30 Teilnehmerinnen, wo wir also einen Deichpott geplant haben, einen Potstock Revival, eine kleine Gartenparty bei uns. Und es war relativ schnell klar, dass wir auf gar keinen Fall eskalieren würden. Ja, es gab T-Shirts, es gab Aufkleber, es gab um und bei 30 Leute, die uns besucht haben. Und es war fantastisch, weil dass alles so zusammengefallen ist, wie wir uns das geplant haben. So ein paar Sachen hat man so vor und dann krümelt das alles so runter und wird hinterher zu einer ganz fantastischen Geschichte. Also es ging schon irgendwie damit los, dass die ersten Leute irgendwann gesagt haben, so ja, mal ganz im Ernst, wenn am Freitag schon Anreise ist und das erste Beisammensitzen, braucht ihr dann nicht am Donnerstag schon ein bisschen Hilfe zum Aufbauen? Und dann kamen also wirklich Leute, die extra einen Tag früher angereist sind, um beim Aufbauen zu helfen. Also Ralf zum Beispiel war früher da, Kathi und Steffen waren natürlich auch schon am Start. Und dann kam noch Rüdiger, der Phaser-Man bei Twitter,
der früh gesagt hat, ich habe hier noch so ein Partyzelt. Das können wir bei euch im Garten aufbauen. Und hey, war das super. Das war einfach großartig, dass uns Leute da so unterstützt haben. Und da habe ich mein Atmo-Mikrofon mal aufgestellt. Es gab nämlich einen ganz entscheidenden Moment, wo wir das Zelt schon einigermaßen zusammengesteckt haben. Und dann haben wir mit vereinten Kräften die Plane drüber gezogen. Das klang so. Dann haben wir es eben zu Ende aufgestellt und haben gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Also die Ecke da drüben ist halt immer noch furchtbar. Das ist komisch. Ja, aber das ist da, weil es da oben ist, ist auch nicht richtig, da in der Mitte. Ja, okay. Aber das wundert mich, ne? Oder ist das ein Trapez geworden? Nee, ne? Also, ich würde sagen, bis zu den mittleren, das bis hierher passt, ist wirklich die Ecke hier oben. Ja, weil der Rest, gut, da ist ein kleines bisschen, da fehlt schon. Also, wir sind schon ein kleines bisschen schief hier, ja, auf der Seite. Die Frage, wenn man die beiden oberen Flügelmuttern nochmal abschraubt, ne, und die Schrauben dann nochmal rauskriegen könnte, würden die Stangen noch mal ein bisschen weiter reinrichten, dass man mehr Platz hätte, um die Plane da zu kriegen. Ich bin gespannt. Ach so, nee, das geht nicht mehr, ne? Also ich habe hier rechts schon ein bisschen. Ja, so. Yeah. Ja, tatsächlich. Ja, ein bisschen. Meine ich alles dran? Ich weiß ja, ja, gib alles. Ich will auch nicht zu wieder ziehen. Oh, wie viel braucht ihr noch? Ja. Ich brauche also 10 cm. Oh gut. Ja. Aber gut, die Spitze ist nicht so weit. Lass mich mal von innen. Ja, das so, also sehe ich nicht mehr. Ja, das ist eine gute Sache. Hier fehlt so ein Stück. Da fehlt ein ganzes Stück. Ja. Ja, vor allem, wenn es. Die haben doch mal mittig. Die sind doch alle gleich lang. Ja, aber guck mal, da sind links von der Stange von dir, Ralf, jetzt zwei Minuten und eine davon müsste so Löcher und eine davon müsste eigentlich rechts sein. Das muss rechts, ich weiß. Ja, ich gehe da nicht rüber und müsste eigentlich insgesamt. Und dann ziehen wir es aber dann nochmal ein Stück weg. Ich weiß halt nicht, ob das sinnvoll wäre, wenn wir diese Verbinder da nochmal lösen. Mindestens da. Haben wir eine Stange falsch eingebaut? Was ist diese hier, meinst du, dass wir die nochmal abmachen? Hier. Aber meinst du, das ist so? Naja, dann war es relativ zügig erledigt und wir hatten großartige Hilfe dabei und haben das in kürzester Zeit hatten wir wirklich ein tolles Zelt im Garten und Rüdiger hat dann noch irgendwie Licht reingehangen mit LED-Leuchtstreifen und ist nochmal losgefahren, hat noch irgendwie was nachgekauft beim Baumarkt und das war wirklich, wirklich cool. Ja, und dann kam der Freitag, wo dann so über Tag allmählich die ganzen Leute ankamen. Dann kamen die Getränke und wir waren dann noch einkaufen und haben natürlich die Zutaten gekauft. Es war relativ schnell klar, dass wir nicht nur ein Chili kochen können, sondern es müssten drei sein. Ein mildes, ein mittelscharfes und das Endgegner-Chili. Und es sollte auf offenem Feuer gekocht werden. Dazu gab es dann auch noch die gasbetriebene Fritteuse von Sven, wo es dann irgendwie um, Sven Menke dann Langosch drin gemacht und später noch allerlei Unfug frittiert, Schokoriegel in irgendwie so einer Art Frühlingsrollen-Teig-Geschichte. Das war Schweinerei und unfassbar lecker. Ich habe irgendwie, glaube ich, einen Mars probiert und es war fantastisch. Also irre. Genau, Freitag dann also haben wir
da sind wir dann noch irgendwie mit den Leuten zum Döner gegangen und als wir zurückkamen, war es dann schon dunkel und man konnte also schon von Weitem das Partyzelt sehen, das da durch die Gegend leuchtete. Und das war schon ein unfassbar cooles Bild, wirklich cool. Das hat mich richtig weggehauen. Und dann, ja, da kam der Samstag mit der eigentlichen Veranstaltung und immer mehr Leuten und Tobi und Travis waren da und ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen. Sogar Daniel, die Labertasche, ist extra angereist. Er hat mit 860 Kilometern Anreiseweg. Die Zwillinge waren da, Inga und Vera, Jan Giesmann und halb Potsdok, kannst du fast sagen. Es war unfassbar schön. Was für eine tolle Atmosphäre das war. Das hat mich wirklich, wirklich weggehauen. Samstag hatten sie dann noch irgendwie so ein bisschen Rahmenprogramm überlegt. Rüdiger ist mit ein paar Leuten im Auto über Nordstrand gefahren und Gesche hat sich dann noch ein paar andere geschnappt, die dann mit dem Fahrrad so ein bisschen rund um Husum unterwegs waren und die trafen sich dann am Dockhoog in der Wunderbar, haben da noch irgendwie tolle Gruppenfotos gemacht. Also es war eine reine Superveranstaltung. Ja, und natürlich wurde Chili gekocht, wie geplant auf offenem Feuer. Also wir hatten dann noch extra uns so einen Schwenkgrill gekauft mit so einem 10 Liter, 15 Liter Topf aus Emaille und haben dann da drin Chili gekocht. Ne, also es gab noch welche, die was mitgebracht haben. Die einen hatten dann nur eine Feuerschale, dann war noch jemand, der hatte ein Dreibein und Topf und da haben wir so das alles irgendwie zusammengekriegt und doch, das hat alles sehr, sehr schön geklappt, weil sich alle irgendwie auch beteiligt haben und es war eigentlich die ganze Zeit über so, dass jeder auch Bock hatte, irgendwie was mitzumachen. Also es war jetzt nicht so wie bei normalen Partys, wo man irgendwie rumgeht und sagt, Mensch, kannst du mal kurz mit anfassen, wir müssen dies, jenes tun, wo sich dann am Ende doch wieder keiner findet. Und hier war es halt so, dass ich gesagt habe, ich brauche irgendwie vier Leute, um Gemüse zu schnippeln für Wraps. Und da standen wir am Ende dann irgendwie zu sechs in der Küche. Und das war einfach überhaupt gar keine Sache. Das war einfach fantastisch. Ja, und ich war ganz, ganz angetan, ganz überrascht davon, wie gut das geklappt hat, über offenem Feuer zu kochen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe das natürlich vorher nicht ausprobiert. Warum denn auch? Ist ja Quatsch. Ja, erhöht ja die Spannung, wenn man das an dem Tag selber ausprobiert. Ja, wir hatten halt von allem zu viel. Also wir hatten Freitagabend Wraps. Davon ist unfassbar viel Kram übrig geblieben an Zutaten. Dann sind noch irgendwie, weiß ich nicht, kiloweise Paprika und Zwiebeln sind noch da gewesen. Wir hatten noch vier Hefewürfel. Mehl ohne Ende, also nichts, was man jetzt nicht wegbekommt, aber man muss sich dann eben doch so ein bisschen damit arrangieren. Und es ist viel weniger getrunken worden, als ich gedacht hätte. Also gut, wir haben zwei Fässchen Bier klein gemacht, das war gar nicht so schlecht, aber so an Softdrinks ist eigentlich fast nichts weggegangen. Wir haben mehr als die Hälfte der Sachen haben wir wieder zurückgegeben, weit mehr als die Hälfte. Da haben sie irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Kisten Fritz-Cola oder zweieinhalb Kisten getrunken worden und zwei Kisten Mate und ich glaube eine halbe Kiste Selta. Also das war wirklich nichts. Ein paar Flaschen Fanta und Sprite. Gut, hatten wir alles auf Kommission bestellt beim Getränkefachgroßhandel. Das heißt, die haben das alles wieder mitgenommen. Das war dann, wurde uns auch nicht berechnet. Und da gilt ja dann immer das alte Sprichwort, haben ist besser als brauchen. So ähnlich wie mit dem Podcast-Equipment und den Mikrofonen. Es ist einfach immer gut, wenn man Dinge da hat,
dann muss man nämlich nicht sagen, ach Mensch, wie gut wäre das jetzt, wenn noch jemand fahren könnte und bei der Tankstelle noch Bier nachkaufen. Das wäre, es gibt ja nichts Unangenehmeres, als wenn man das machen muss. In der Folgewoche war ich im Großeinsatz, weil Königin Margrethe da war, die Königin von Dänemark, Margrethe II., hatte sich angekündigt, einen Staatsbesuch zu machen mit der königlichen Yacht, ist sie von Kopenhagen nach Flensburg gefahren und hat dann ein viertägiges Besuchsprogramm absolviert. Und an einem Tag dieser Reise hatten die Kollegen im Studio Flensburg so ein bisschen Personalengpass, weil da jemand krank geworden ist. Und da haben sie gefragt, ob ich nicht einspringen kann. Und ja klar, natürlich. Ja, da bin ich doch am Start und habe also den Besuch der Königin so ein bisschen mitbegleitet, war in Schleswig am Danewerk, dieser historischen Wallanlage der Wikinger, die lange Zeit auch die Grenze zwischen Dänemark und Deutschland markiert hat. Schleswig-Holstein war ja lange, oder zum Teil zumindest, in dänischer Hand. Naja, und das da waren dann, das war die Hölle los, ne? Also Schulkinder und so, ganze Schulen waren dann da mit dänischen Fähnchen ausgestattet und Schaulustige. Und dann kam sie also ganz huldvoll, ist sie da die Menge abgeschritten, hat gewunken. Und später war ich dann noch bei der Pressekonferenz auf ihrer Yacht. Und wir konnten dann Fragen stellen über ihren Besuch. Da hat sie relativ viel gesagt und wenig Inhaltliches dabei gehabt. Lag glaube ich auch so ein bisschen an der Sprachbarriere. Bei den dänischen Kollegen war sie ein bisschen plauderiger. Wir hatten jetzt nun, also wir vom NDR zumindest, hatten niemanden dabei, der Dänisch kann. So haben wir dann uns mit dem doch etwas stammeligen Deutsch der Königin behelfen müssen in den O-Tönen. Aber wir hatten dann noch so ein paar andere Interviews schon gemacht vorher, also ich. Und das hat mir dann die Beiträge gerettet. War ein ziemlicher Ritt. Von Husum erst nach Schleswig rüber und dann hoch nach Flensburg. Und dann waren noch so zwei ARD-Angebote mit dabei. Die müssen dann immer sehr pünktlich fertig werden, damit das, weil die Anstalten, die das übernehmen, was ich dann mache, die planen natürlich damit. Und wenn wir ankündigen, wir verschicken das bis, ich weiß gar nicht, was es war, 1845 oder so, dann sollte das natürlich auch entsprechend da sein, damit die Anstalten, die das gerne um 19 Uhr in den Nachrichten senden wollen, dass sie das dann auch wirklich verfügbar haben. Dann gab es schon gleich den nächsten Besuch. Judith und Steffen waren da. Beide aus dem Sunday Morning Cast, vielleicht bekannt dem einen oder der anderen. Und Judith hat auch noch so ein paar Projekte mit Travis zusammen. Verlinke ich alles in den Shownotes. Dann könnt ihr euch da durchklicken. Alles sehr, sehr empfehlenswert, sehr hörenswert. Kann ich nur raten, da mal reinzuklicken. Naja, und die waren jetzt dann auch eine Woche bei uns, wie vorher schon Kathi und Steffen. Ich hatte dann geguckt, dass ich mich so gut wie möglich von allem freimachen kann, dass wir ein bisschen was unternehmen können. Und am Ende hat es dann doch nur für eine Fahrt nach Dänemark gereicht. Wir waren auch noch in Heiterbu. Genau, wir haben zwei Sachen gemacht an einem Tag. Wir sind erst nach Heiterbu gefahren, ins Wikingermuseum und in diesen Nachbau vom Wikingerdorf und sind von dort aus dann erst nach Flensburg in die Stadt und dann natürlich noch zum Hotdog-Essen und zum Eisessen nach Dänemark rüber. Das war jetzt kein ausgewiesenes Eiswetter, es war ein bisschen kühl und etwas regnerisch und windig, aber wir haben es eigentlich richtig gemacht. Wir sind nämlich immer dann im Auto unterwegs gewesen, wenn es geregnet hat. Und in den trockenen Phasen waren wir zu Fuß unterwegs, waren draußen. Und
das war auch wieder eine richtig schöne Woche mit den beiden. Es war einfach so ähnlich wie auch schon bei Kati und Steffen, einfach sehr angenehm, so das Miteinander passt einfach. Und ja, so, wir kamen dann so überein, dass es halt mit den richtigen Leuten in einem ausreichend großen Haus einfach auch super geil wäre, so eine Riesen-WG zu machen mit 10, 15 Menschen, die zusammen wohnen. Und dass man einfach so diese angenehme, flauschige Atmosphäre so oft wie möglich hat, die es halt im normalen Leben ganz häufig nicht gibt. Freitag hatten wir dann wieder mal so eine kleine, also es war wirklich klein, so, ich möchte es noch nicht mal Party nennen. Wir hatten Gäste, Björn und Gabi waren da und Tobias Migge zum Nachdeichpott. Wir haben nochmal den Dreibeintopf aufgestellt und haben nochmal ein kleines Chili gekocht, so als Einstimmung zum Nachklappern der Deichpott-Veranstaltung. Und die haben dann auch bei uns übernachtet, weil wir am nächsten Tag zum dritten Kieler Podcast-Tag fahren wollten. Und bevor ich davon erzähle, muss ich noch die andere Sache erzählen, die Freitag passiert ist, denn das war nämlich ganz aufregend, Alter. Ich hatte ja schon von diesem Prozess erzählt, diese Mordsache in Dampfleet im Kreis Steinburg. Das ist also so ein ganz kleines Kaff, irgendwo in der Nähe von Glückstadt, ziemlich abgelegen. Und da ist vor 2 Jahren jemand ermordet worden. Vom Auftakt hatte ich, glaube ich, hier erzählt. Also Geschichte geht so. Ein Paar und seine beiden Töchter ziehen auf einen Reiterhof und bewirtschaften den so ein bisschen. Und wenige Monate später zieht ein alter Bekannter noch da ein. Und auf einmal dauert es von da aus nicht allzu lange. Und der Mann der jetzt Angeklagten ist tot. Sie melden ihn als vermisst und 2 Jahre lang wird das auch als Vermisstensache behandelt, bis dann der damalige Freund der älteren Tochter zur Polizei geht und sagt, die haben den umgebracht. Daraufhin hat die Polizei Mordermittlungen aufgenommen und den Hof auf links gedreht und tatsächlich haben sie dann seine Überreste gefunden. Und jetzt kam es eben zum Prozess. Staatsanwaltschaft sagt, die beiden haben den Mann ins Schlafzimmer einer der Kinder gelockt, einer der Töchter, und haben ihn dann von hinten mit 2 Kopfschüssen getötet. Motiv sollen Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein. Und ich habe schon am ersten Prozesstag für mich bemerkt, dass dieser Prozess ganz anders ist als alles, was ich vorher gesehen habe in diesem Gericht, also was die Höhe der Sicherheitsvorkehrungen angeht, was auch das Verfahren selber angeht, wie die Anwälte agieren, das ist einfach anders. Und ich habe dann für mich beschlossen, es reicht nicht, unser normales Protokoll zu fahren, nachdem wir zum Auftakt gehen und dann das nächste Mal erst wieder bei der Urteilsverkündung über den Prozess berichten. Sondern ich habe für mich beschlossen, ich muss da näher dran sein, muss da mir so viele Verhandlungstage wie möglich anschauen, damit ich da nicht irgendwas verpasse. Und man gut, denn am Freitag, also erstmal gab es dann irgendwie in der Woche, wo auch die Königin da war, wurde der Hauptbelastungszeuge vernommen, also der Bursche, der zur Polizei gegangen ist. Und das Ganze fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Einerseits, weil die Richterin gesagt hat, naja, es geht da ja auch um die Beziehung, die er zu der Tochter hatte und das könnte ja den sogenannten intimsten Lebensbereich betreffen, also jetzt nicht unbedingt, dass es um deren Sexualleben geht, aber dass es halt schon auf eine sehr private Ebene führt und da beide zur Tatzeit minderjährig waren und es im Fall der Tochter auch heute noch sind,
hat sie gesagt, das rechtfertigt den Ausschluss der Öffentlichkeit. Und dann ist da ja noch diese Morddrohung gegen den Zeugen. Also offenbar hat der, also nach Überzeugung des Gerichts, hat der Angeklagte im Knast jemanden dazu aufgefordert, bring mir den Kopf dieses Zeugen. Also mach den Tod und liefer mir den Beweis, dass du es gemacht hast. Wobei ich glaube, dass das eher metaphorisch gemeint war. Naja, und das war also vorher schon, und jetzt an dem Freitag saß ich dann im Gericht und die Vorsitzende sagte, naja, und jetzt müssen wir, bevor wir zur Zeugenvernehmung kommen, müssen wir jetzt hier nochmal was besprechen im Licht der aktuellen Ereignisse. Verändert sich hier gerade was. Es ist nämlich so, dass dieser Belastungszeuge seine damalige Freundin sehr stark belastet hat. Und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die 16-jährige Tochter des Toten wegen Mordes. Und das ist so eine Sache, wo dann sich doch auch bei uns ein bisschen was verändert hat vom Stresslevel her. Also wir haben dann, es war dann klar, dass der für den Tag geplante Zeuge nicht gehört werden kann, weil es dann, das ist wieder so eine juristische Sache, die Töchter sind bisher als Nebenklägerinnen aufgetreten und hatten beide gemeinsam eine Anwältin, die sie vor Gericht vertreten hat. Die waren also auch gar nicht bei der Verhandlung mit dabei, sondern nur ihre Anwältin. Und dann ist es jetzt wohl so, und da gibt es so ein bisschen, das hat das Ganze so ein bisschen kompliziert gemacht, weil die Rechtsprechung da nicht ganz eindeutig war. Es gab da im ersten Aufschlag, haben sie da nur relativ alte Entscheidungen gefunden. Und sie haben sich dann im Endeffekt darauf verständigt, dass also eine Anwältin, die als Nebenklagevertreterin auftritt, eben nicht auch gleichzeitig die Verteidigerin einer Beschuldigten sein kann. Und dass also die Anwältin sich sozusagen für ein Mandat entscheiden muss. Und gleichzeitig hat die Kammer dann entschieden, sie wollte zumindest der jüngeren Tochter die Möglichkeit geben, sich noch bis zum nächsten Verhandlungstag eine neue Vertreterin zu suchen. Inwieweit das geklappt hat, weiß ich nicht. Also sie ist jetzt, also das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, weil sie aufgrund ihres Zeugnisverweigerungsrechts gesagt hat, dass sie, also dann damit ist sie muss ja nicht aussagen, gerade wenn es um Familienmitglieder geht, und das davon macht sie Gebrauch, und deswegen ist sie jetzt nicht so richtig Verfahrensbeteiligte. Deswegen ist es eigentlich nicht so wahnsinnig notwendig, dass sie unbedingt einen Rechtsbeistand braucht. Sie sollte aber zumindest die Gelegenheit dazu haben. Deswegen wurde die ganze Nummer vertagt. So, jetzt hat aber ja dieser Prozess eine nicht unerhebliche Wendung genommen. Auf einmal wird auch gegen die Tochter ermittelt, die zur Tatzeit 14 Jahre alt war, und wo die Staatsanwaltschaft sagt, aufgrund der Aussage des Zeugen kommen wir nicht umhin, als anzunehmen, dass vielleicht auch die Tochter diejenige welche war. Der Vorwurf ist also der gleiche. Na, das hat dann so ein bisschen Berichterstattung angetriggert. Im Hörfunk natürlich, denn fürs Radio war ich ja da ursprünglich, aber dann eben auch vom Fernsehen, die gesagt haben, wir brauchen das Thema auch. Und ich sagte, ja, aber es gibt ja keine Bilder, wir haben ja nichts gedreht, was soll ich denn da erzählen? Also, und wie vor allem? Und da hieß es ja dann, hast du denn ein Hemd dabei? Also es ging relativ schnell in die Richtung, dass ich da im Fernsehen auftreten sollte mit einer aufgezeichneten Schalte. Und es ist einfach nicht meins. Ich möchte eigentlich nicht vor der Kamera stehen. Ich habe dann gesagt, so, ich bin weder frisiert noch angezogen für sowas. Und die Antwort war im Wesentlichen, naja, du hast ja noch fast 2 Stunden Zeit. Also ich habe dann noch ein bisschen Hörfunkberichterstattung zu Ende gemacht und bin dann los zum Bekleidungsgeschäft und habe mir also ein neues Hemd und einen Sakko gekauft. Ist natürlich mit meiner etwas fülligen Statur
ein wenig schwierig, in einem Laden ohne echte Übergrößenabteilung da was zu finden. Und dann war auch noch die Fachberaterin in der Abteilung ziemlich eingespannt mit jemandem, der etwas länger brauchte, um einen Anzug auszusuchen. Und die hat dann irgendwann eine Kollegin rangewunken. Und dann musste ich natürlich erstmal erklären, worum es geht. Ist ja auch etwas, das ich nur sehr ungern, also ich muss ja nicht unbedingt jedem auf die Nase binden, so, hey, ich bin gleich im Fernsehen. Aber es ging halt in dem Fall nicht anders, weil die ersten Hemden, die sie mir vorgeschlagen hat, die waren blau und hatten ein sehr klein kariertes Muster. Und das ist halt schwierig. Einerseits sollte ich ja vor dem Bluescreen stehen, damit noch so ein Bild hinter mich projiziert werden kann. Und andererseits sorgen also sehr, sehr kleine Muster, wenn ganz so Streifen, die sehr eng miteinander sind, oder auch Karos, die sorgen für so ein unangenehmes Flimmern. Das ist so ähnlich wie eine Rückkopplung bei einer Tonaufnahme. Das möchte man also auch nicht. Und dann hatten wir endlich ein Hemd, was passte. Das war aber völlig verknittert, weil das halt so zusammengepackt war. Und dann guckt sie so, sagt sie, haben Sie denn eine Möglichkeit, das zu bügeln? Ich sage, nee, eher nicht so. Ja, sagt sie, kein Problem, ich gehe damit zu unserer Schneiderin. Dauert aber eine halbe Stunde. Ich sage, mit Blick auf die Uhr, das wird nichts. In einer halben Stunde stehe ich vor der Kamera und zeichne den Bums auf. Und dann ist sie echt im Laufschritt in die Schneiderei und hat das dann also wirklich innerhalb von 10 Minuten einmal aufdampfen lassen, dass ich also ein glattes Hemd hatte. Super, super geil. Ja, und dann stand ich da im Studio. Wir haben also für Schleswig-Holstein 18 Uhr und für Schleswig-Holstein Magazin ein sogenanntes Kollegengespräch, ein Schaltgespräch aufgezeichnet. Hat tatsächlich ganz gut geklappt. Normalerweise ist es ja so, wenn ich sowas fürs Radio mache, bin ich da völlig, völlig stressfrei mit, weil das ist halt das, was ich jeden Tag mache. Aber da trage ich eben, also da sieht mich halt keiner. Und da trage ich eben einen Text vor, der 1:1 ausformuliert ist. Und das ist einfach mal ein anderer Schnack, als wenn du irgendwie unter 5 Lampen stehst vor einer Kamera, in die du gleichermaßen freundlich, aber auch konzentriert reingucken sollst. Sollst sie nicht allzu stark bewegen, sollst irgendwie natürlich dann stringent erzählen. Und so musste ich also ja völlig frei diesen Sachverhalt erzählen. Und ja, das war aufregend und anstrengend. Danach war ich froh, als ich damit durch war. Und das Feedback darauf war tatsächlich sehr, sehr gut. Aber ja, auch weiterhin gilt, ich muss das nicht unbedingt haben. Ich bin froh um jedes Schaltgespräch, was an mir vorbeigeht. Und dann sind wir jetzt endlich bei Samstag. 3. Kieler Podcast-Tag, auch meine 3. Veranstaltung, und diesmal hatte ich dann das Auto auch tatsächlich voll, wobei Gesche ist gefahren, weil der Abend beim Nachdeichpott, der war dann doch ein bisschen länger und ich habe relativ wenig geschlafen und habe dann darum gebeten, dass ich dann noch so ein bisschen die Augen zumachen kann. Ja, Judith und Steffen und eben meine Herzdame waren mit dabei als zusätzliche Gäste beim Podcast-Tag. Und es war einmal mehr eine runde Veranstaltung. Ich habe es letztes Jahr schon mal gesagt, die ganze Kiste hat so ein bisschen das Potenzial, die Subscribe des Nordens zu werden. Schöne Vorträge gehört. Ich habe es leider nicht geschafft, einen der Live-Podcasts mir anzugucken, weil ich im Vortragsraum die Technik mit betreut habe. Aber es war richtig, richtig gut. Ich habe auch zwei Vorträge selber gehalten, so ein bisschen ja, Spezi-Kram. Das eine war dieses gestalterische Element, Podlove-Templates, mit denen man also die Gestaltung von Episoden beeinflussen kann. Ihr seht das bei mir im Blog, wenn ich
Also so die Art, wie der Webplayer eingebunden ist und unten dieser Text mit der Lizenz und ähnlichen Episoden, das funktioniert alles über Templates. Und wie man die programmiert und was man damit machen kann, das habe ich erzählt. Und dann auf Wunsch eines einzelnen Rollstuhlfahrers habe ich mich nochmal über das Zusammenspiel zwischen Podlove und Auphonic unterhalten. Habe da nochmal so ein bisschen was erklärt und gezeigt, was kann man da machen, welche Metadaten, die ich bei Auphonic eintrage, landen dann wo. Und das hat einigen, glaube ich, so ein bisschen geholfen. Ja, und auch da, ne, Podcast-Tag, super geil. Vor allen Dingen Christoph hatte, also wir hatten die letzten beiden Jahre und auch in diesem Jahr tatsächlich wieder das Problem mit der Akustik. Das ist halt ein Fitnessstudio, ein Trainingszentrum von einem Sportverein. Das ist alles nicht so richtig für Audio gebaut. Und entsprechend klingt es da auch in den Räumen. Das ist so ein bisschen anstrengend, sowohl bei den Vorträgen oder bei den Live-Podcasts als auch auf dem Flur, wenn da irgendwie 30 Leute, 40 Leute stehen und sich unterhalten. Das ist ganz schön anstrengend. Und dem kann dann nicht jeder folgen. Und Christoph hatte jetzt die grandiose Idee, dass er daraus so eine Silent Disco macht. Das ist ja so ein Veranstaltungskonzept, wo man irgendwo in einer Location ist und kriegt dann so einen Kopfhörer, der über Funk auf drei verschiedenen Kanälen Dinge empfangen kann. Meistens ist es so, dass dann drei DJs sich so ein bisschen darum betteln, wer jetzt die meisten Zuhörer hat. Also sprich, auf den drei Kanälen laufen unterschiedliche Musikrichtungen oder unterschiedliche Mixe. Und man kann dann als Konsument zwischen diesen Kanälen hin und her schalten. Und das hat Christoph eben für den Podcast-Tag gemacht. Wir hatten also auf einem Kanal den Workshop-Raum, auf dem zweiten den Saal mit den Live-Podcasts und auf dem dritten, da hat er so eine Schleife produziert, wo aus, weiß ich nicht, etlichen Podcasts so 5-Minuten-Ausschnitte einfach aneinander geschnitten waren. Mit einem ganz geilen Trenner dazwischen. Und das lief einfach in Dauerschleife. Und wenn man so irgendwie mal gerade ein bisschen Leerlauf hatte, dann konnte man also auch da mal reinhören. Das fand ich eine großartige Idee. Und das hat diese Veranstaltung enorm aufgewertet, weil du halt so problemlos die Vortragenden verstehen konntest. Und ja, jetzt gibt es dann schon wieder so ein paar Ideen für die Neuauflage. Achso, ich wollte noch zwei Podcast-Episoden empfehlen, also zwei Podcast-Produktionen vielmehr. Zum einen 180 Grad, Geschichten gegen den Hass. Das ist ein Podcast von NDR Info, wobei ich nicht ganz sicher bin. Ich glaube, NDR Info produziert das gar nicht selber, sondern sie haben das komplett eingekauft und machen nur die Distribution. Geht darum, der Autor hat jahrelang recherchiert an den Geschichten und es geht um Leute, die ein Problem mit Ausländern haben und dann auf einmal damit konfrontiert sind, dass Ausländer in ihrem persönlichen Umfeld auf einmal auftreten und dass sich dann deren Ansichten so ein bisschen verändern. Die erste Episode, da geht es um ein älteres Ehepaar, die plötzlich neue Nachbarn bekommen und das ist eine Roma-Familie, die über ihn einzieht und die haben also ganz große Vorurteile und fragen sich, wie das Zusammenleben denn nun funktionieren kann, ob sie vielleicht ausziehen müssen oder. Und dann kommen sie miteinander in Kontakt und merken ganz schnell, hey, so scheiße sind die gar nicht. Und daraus ist dann eine langjährige Freundschaft entstanden, die selbst dann noch Bestand hat, wenn die Familie schon gar nicht mehr in Deutschland ist. Ich glaube, die sind abgeschoben worden oder irgendwas. Ja. Und die zweite Folge ist jetzt auch vor kurzem erschienen. Da geht es um einen Neonazi aus Wismar, also der wirklich stramm nationalsozialistisch eingestellt ist. Sagt er auch gleich am Anfang, er ist nationaler Sozialist. So. Und alle anderen sind Untermenschen und man kann mit
schwarze Hautfarbe kein Deutscher sein, weil man ja nicht deutsch ist, sondern also ne, man ist ja kein Arier in dem Sinne. Er sagt nicht Arier, aber so meint er es halt. Naja, und die Story ist da in dem Fall so, es gab in den 90ern in Wismar eben zwei Szenen, Nazis und Punks, die sich wechselseitig auf die Nase gehauen haben. Und da gab es so ein Abenteuer, so ein Typ, der auf extreme Reisen gegangen ist. Und der hat dann gesagt, es kann nicht angehen, dass Wismar immer nur in den Medien ist, wenn irgendwelche Ausschreitungen da stattfinden, weil sich die Rechten und die Linken auf die Glocke gehauen haben oder sowas. Und das hat er gesagt, dann nimmt er zwei von jeder Seite, zwei Nazis und zwei Punks, und geht mit denen auf eine Abenteuerreise durch Namibia. Und dieser Neonazi, der ist da auch mit und hat dann noch einen Kumpel nominiert, und mit beiden, also mit dem einen Punk und mit ihm, dem Neonazi, hat der Autor gesprochen, hat sich das erzählen lassen. Naja, das, also lange Geschichte, kurzer Unsinn. Es gab dann diverse Ausfälle, weil die Leute krank geworden sind durch Dehydrierung und durch Malaria und Wasser, das nicht ganz so bekömmlich war. Saß dann also der Neonazi tagelang mit einem Häuptling eines namibischen Stammes unter einem Baum, hat viel geredet, hat geangelt, hat gejagt. Und hat auch seine Meinung so ein bisschen geändert. Und das ist halt so die eine der Botschaften dieses Podcasts. Wenn du sie kennenlernst, dann kannst du sie nicht mehr hassen. Die andere Botschaft ist aber, und das ist für mich der Erkenntnisgewinn, solche Leute ändern ihre Meinung nicht hundertprozentig, sondern die sagen dann, ja, die Afrikaner, das sind immer noch Untermenschen. Aber der eine, den ich da getroffen habe, der war in Ordnung. Oder der eine Türke, den ich im Knast getroffen habe und mit dem ich ganz viel Sport machen konnte und mit dem ich mich echt super verstanden habe, das war eine Ausnahme von allen anderen, die auch Untermenschen sind. So, also ich will da nicht allzu viel spoilern, hört euch das am besten selber an. Es ist wirklich sehr, sehr hörenswert, ganz toll produziert, also mit tollem Einsatz von Musik und O-Tönen und so, und auch das Zusammenspiel der beiden Moderatoren, ein Mann, eine Frau, ist wirklich toll, kann ich sehr, sehr empfehlen. So wie auch das neue Podcast-Projekt meiner Frau. Die Herzdame hat sich nach Hashtag Gastini überlegt, sie hat dann noch was anderes, worüber sie gerne sprechen möchte, und hat den Übergewicht-Podcast gestartet, ein Podcast über Uhus und andere Gewichtsgeschichten. Ausdrücklich kein Abnehmen-Podcast, kein Coaching-Podcast, sondern es soll im Wesentlichen um ihre Abnehm-Experience gehen und ihre Geschichte, wie sie mit ihrem Gewicht bisher immer umgegangen ist, und möchte da auch irgendwie Leute reinholen, die über ihre Übergewicht sprechen und ihren Umgang damit. Es soll unter anderem auch in einer der nächsten Folgen um Body Positivity gehen, also diesen Trend zu sagen, naja, jemand, der nicht zwingend diesem Schönheitsideal von oder diesem Schlankheitswahn entspricht, der kann ja trotzdem schön sein, und man muss auch sein Übergewicht annehmen und akzeptieren, solange man sich in seinem Körper wohlfühlt und gesund ist, ist das ja wohl kein Problem. Und da wird es auch eine Episode geben über Chancen und Risiken. Es sind wohl auch Gäste geplant und maximal 10 Folgen, aber sie hat auch schon gesagt, eigentlich hat sie schon mehr Themen, als sie Folgen plant. Naja, die erste Folge ist jetzt draußen, und ich finde sie ausgesprochen hörenswert. Und das sage ich nicht, weil sie meine deutlich bessere Hälfte ist, sondern weil es wirklich, wirklich gut ist, was sie da erzählt. Und wirklich sehr, sehr hörenswert. Ich empfehle das dringend, da reinzuhören. Und dann noch eine Episodenempfehlung. Sie war nämlich mit dieser Story auch beim Sendegarten in der Woche, in der Judith und Stefan bei uns waren. Und wir haben dann so mehr aus Jux gesagt, wir machen eine Hörer-Couch, Hörerinnen-Couch. Und haben also uns im Podcast-Zimmer aufs Sofa gesetzt, haben Kabel gezogen, mit dem wir die
mit dem wir bei der Sendung zuhören konnten, haben den ganzen Wohnzimmertisch voll Essen gestellt, einen Rieseneimer Salat und ich hatte Stremellachs geholt bei meinem Lieblingsfischhändler. Und wir hatten natürlich das Atmo-Mikrofon aufgestellt und haben es dann so geschafft, so ein bisschen Chaos in den Sendegarten zu bringen, weil wir zwischendurch, also wir haben einerseits für ein bisschen Atmo gesorgt und andererseits für den einen oder anderen dummen Spruch. Und das war, es hat einfach einen mordsmäßigen Spaß gemacht. Es war richtig schön und es war auch so mit den Leuten aus dem Sendegarten, war es richtig angenehm. Wir haben im Nachhinein gemerkt, dass wir das Atmo-Mikrofon dann doch ein kleines bisschen zu leise ausgesteuert haben. Wir wollten sicher gehen, dass Gesche diejenige ist, die am präsentesten zu hören ist, dass wir sie nicht von der Couch aus übertönen. Aber gefühlt war es dann am Ende doch ein kleines bisschen zu leise, waren wir ein bisschen arg konservativ. Aber die Sendegärtner waren offenbar zufrieden mit dem, was von uns an Signal kam. Ich hatte noch angeboten, dass wir die Spuren getrennt schicken können, damit sie da in der Nachbearbeitung es ein bisschen leichter haben. Aber wollten sie wohl nicht. Gut, kann ich auch mitleben. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis die nächste Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint, je nachdem, was früher eintritt, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.